Hier ist wieder der Testmischel von YouTube, das Odys Leot Quad Tablet. Habe ich euch ja schon mal in einem ausführlichen halbstündigen Video vorgestellt. Das Tablet mit einem UMTS-Stick zu verbinden hatte damals leider nicht funktioniert und da habe ich als Alternative vorgestellt, dass man sich zum Beispiel einen mobilen Wi-Fi-WLAN-Router kaufen könnte, wenn man unterwegs surfen möchte und das heimische WLAN-Netzwerk nicht in Reichweite ist. Es geht aber noch einfacher und zwar mittels eurem Smartphone und wie das funktioniert und wie man das Ganze einrichtet, das will ich euch heute mal zeigen. Wir stehen jetzt hier bei uns im Feld, kein WLAN weit und breit und gleich zeige ich euch mal, wie man die Einrichtung vornimmt, damit man über das Smartphone nachher mit dem Tablet surfen kann. Als erstes gehen wir mal in die Einstellungen hinein und bei Drahtlos und Netzwerke wählen wir weitere Einstellungen. Hier dann Caesaring und mobiler Hotspot und den mobilen WLAN-Hotspot, den schalten wir jetzt ein. Nun kommt eine Meldung, bei der Aktivierung des mobilen WLAN-Hotspots wird WLAN deaktiviert. Okay. Ja. Jetzt müssen wir nur noch mobiler WLAN-Hotspot anklicken und hier unten gehen wir jetzt mal auf Konfigurieren. Ja, jetzt könnt ihr hier einen Namen eingeben. Das Ganze wird dann hier verschlüsselt. Passwort war schon drin gewesen und wir gehen auf Speichern. Nun gehen wir bei unserem Tablet in die WLAN-Funktion. Das WLAN ist derzeit ausgeschaltet. Dieses schalten wir jetzt mal an. Und jetzt bekommen wir alle WLAN-Netzwerke in Reichweite angezeigt. Das hier ist das, von wo ich aus daheim mit surfe. Und hier das ist das von dem Smartphone, das Samsung Galaxy Note 1. Und das wählen wir jetzt mal aus. Jetzt muss man das Passwort eingeben, was man bei dem Smartphone eingerichtet hat. Und derzeit überprüft er die Adresse und jetzt hat er sich mit diesem verbunden. Das heißt also, das Tablet ist jetzt mit dem Smartphone verbunden und wir können über das Smartphone mit dem Tablet dann außerhalb des Alice WLAN Netzwerks surfen. Schalte ich den mobilen WLAN Hotspot vom Smartphone aus, wechselt das Tablet automatisch wieder in das Netzwerk von Alice. Das mache ich jetzt mal. Wir schalten aus. Und jetzt passt mal auf, hier wird abgemeldet und hier wird jetzt angemeldet. Ja, und jetzt sind wir schon wieder mit Alice WLAN verbunden. Wir befinden uns jetzt an derselben Stelle, die ich eben schon bei Tag gezeigt habe. Hier ist mein Tablet. WLAN-Modus wird aufgerufen und hier steht jetzt Alice WLAN nicht in Reichweite. Nun nehmen wir wieder mein Smartphone, aktivieren den mobilen WLAN-Hotspot, bestätigen mit OK. Legen das Smartphone zur Seite und jetzt passt mal auf, was passiert. Das Tablet verbindet sich mit dem Smartphone. Prima, prima. Und jetzt rufen wir mal zum Beispiel die Bild-Zeitung auf. Ja, das seht ihr. Jetzt könnt ihr prima von unterwegs aus über das Smartphone mit dem Tablet surfen. Coole Sache. Jetzt habe ich euch auch mal gezeigt, wie einfach es ist, das Smartphone als Internetzugangspunkt einzurichten und mit diesem dann auf dem Tablet zu surfen. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Das war wieder der Testmischel von YouTube und wenn ihr mich das abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.